Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Stardew Valley. Mit Chris und André natürlich wieder dabei. Und wir haben hier ein bisschen wieder 11.000 gemacht. Wir machen jeden Tag fast 11.000. Ja, die Blaubeeren sind auch ziemlich auch fertig. Ja. Und dieser komische Schleim immer da beim Angeln. Welcher Seegurke. Schleim? Ach so. Sieht aus wie so ein Parasit. Ah, die arme Seegurke, du hast ihre Gefühle verletzt. Das ist okay. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Dann warte ich mit den Dings, oder? Mystery-Boxen. Nein, auf jeden Fall. Gib die mit den Gior zusammen. Ja, mach ja. Wie viele Entenfloats haben wir mittlerweile? Scheiße. Zwei. Wieso Nicht hier noch. zwei? Ah. Konntest du die erst einmal ernten, oder was? Ah, guck mal, da habt ihr noch zwei. Ich habe auch noch einen in meiner Kiste. Gibt es noch irgendwo Geoden? Ich frag nur nicht, dass du die aus Versehen verkaufst oder so. Leg die bitte alle zurück. Ich pack die Geoden mal hier mit rein. Wo ist die denn? Nee, die Sachen, die pack ich halt immer hier in die Kiste rein, genau wie diese Sternfrüchte. Ich komme in den Hühnerstall nicht rein, doch jetzt. Müssen wir bald noch ein Silo kaufen, wa? Noch eins. Ja, weil wir sollen mal Hühner haben. Muss ich die überhaupt kaufen? Kann man nicht die hinten brüten oder so? Ne, da? Ne. Konnte man nicht früher irgendwie die selber ausbrüten, die Eier? Nee. Ah, uncool. Gab's da nicht irgendwie so ein komisches Gerät, wo man das nachgucken könnte? Da war das noch ein Spiel. Da machen wir jetzt Mayo draus. Mensch, André, du musst dich doch mal um die Farm hier kümmern. Ja, aber es ist doch total nervig, dass die ganzen Sachen kaputt gehen. Wie kann das denn sein? Die Kühe sind groß, ne? Ja, ich komme gleich. Muss mal die Zäune noch holen, die wir haben. Die Milchdinger, die sind drin. Die habe ich in die Farm reingepackt. Also da sind noch Zäune. Schwangerschaft erlauben. Boah. Die können schwanger werden. Wer? Ja, dann können wir noch mehr Kühe machen. Das ist auf jeden Fall an. Ja. Oder geben die dann keine Milch mehr, wenn die schwanger sind? Nee, gerade dann geben die ja Milch. In echt zumindest, ja. Oh. André ist ein schlechter Hausmeister. Ja, ich mach doch jetzt. Ich hab das schon. Jetzt komme ich zu den Kühen runter, weil ich habe den Eimer dabei. Die haben das ganze Gras weggefressen. Hättest du nicht rauslassen sollen. Was sagt ihr dann? Aber wirklich alles, alles? Nee, drei Balken oder Dinger noch oder so da. Ich will sie morgen am besten ein. Weil das Gras muss ich auch vermehren. Ja, ich kaufe gleich ganz viel. Was hast du denn da reingepackt? Ach, die Käsemaschine ich da drinnen. Ich glaube, es macht. Aber eigentlich ja, brauchen wir ja. Danke. Einmal Milch müssen wir ja abgeben. Das macht mehr Sinn, was? Nee. Ich glaube, darauf wollte er hinaus, dass wir Milch auch abgeben. Nee, hat damit gar nichts zu tun gehabt. Ach so. Du hast ihn nur ganz heiß unterbrochen. Jetzt ist er eingeschnappt. Entschuldigung. Jetzt darfst du reden, wenn du noch möchtest. Bringen wir jetzt die Milch weg einmal. Nein, es macht mehr Sinn, wenn du die
das Gras irgendwo außerhalb von den Kühen anbaust und das dann einfach zwischendurch abbaust, damit halt wir Heu ins Silo bekommen, als wir, wenn du das in den Kuhstall machst, und es wieder wegfressen. Ich dachte, ich muss halt so viel kaufen, dass sie nicht auffressen können. Theoretisch. Ja, oder wenn. Du fährst außerhalb des Kuhstalls und dann können wir es immer wieder ernten und die füttern. Ja, unsere halbe Farm ist ja auch noch voll. Ja, dann müssen wir auch kein Gras kaufen. Groß für mich. Nee, es ist nur, damit es da drinnen wächst. War meine Idee halt. Damit die ich nicht immer füttern muss, damit die auch Frisches haben. Wir wollen ja gute Milch. Und nicht nur mit Heufutter füttern. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Doch, für meine Seelenfrieden. Was ist denn? Großer Hühnerstall, da. Oh, 10.000 kostet der. 400 Holz und 150 Steine müssten wir haben, oder? 400 Holz. Ja, können wir dann ja. Deswegen will ich den ja bauen. Oh, ist das denn? Rostiges Zahnrad. Ich muss mal gucken, wo ich das jetzt hinsetze dann. Das Ding. Ich guck mal. Meine Schwester ruft mich an. Die muss kurz warten. Was wollte ich jetzt holen? Ach, Steine und Dings. Wir haben nicht diese eine Wehrspielerhaus weg. Wäre schön, ne? Ich kann es leider nicht entfernen. Vielleicht irgendwie ein Zellpfeil oder sowas. Ich kann es halt umsetzen. Ja, und verschwendet ja dann nicht. Död. Ich laufe. Aber vielleicht brauchen wir das ja noch. Das kann auch sein. Ja. Vielleicht will ja mal mitmachen. Ja, mal irgendwer mitspielen. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht ein Zuschauer. Wenn ja als 100. Folge-Special eine Runde mit uns zocken verlosen. Wow. Als Giveaway. War das das große Stall? Nein, ein großes Hühnerstall, das war das. Bauen. Genau. Boah, das Ding ist groß. Ach nee, das also ist. Ach, er gradet das wirklich nur ab. Ja, ja. Ich hab jetzt den. Ja, hab ich. Macht ja viel mehr Sinn. Kann man nicht auch irgendwie. Ach nee. Ach, ich kann das nicht. Okay. Ich kann Holz, Stein kaufen, Fenster. Oh, kann man das kaufen bei ihr? Plasma TV, Junge. Wow. Saisonpflanze. Möbelkatalog. Bett, Doppelbett, ganz viele Rezepte. Oh, cool. Okay, auf jeden Fall graden wir jetzt den Stall ab. So. Dieser Hund. Wir müssen das Ding umplatzieren. Dann pack das doch auch lieber hier hin, wenn du das nicht so weit da bist. So sieht das doof aus. Also ich kann das dann ist hier die oberste Kante, ne? Hier. Ja. Und dann nach links weg und dann nach hier unten halt. Ja. War ich jetzt schon bei den Hühnern drinnen? Ich nicht trinken kann. Hatte ich die schon? Ja, hab ich. Silo müssen wir noch bauen. Wir müssen Steine sammeln gehen. Wir haben nicht mal so viele Steine. Oh, falscher Truhe. Kann man auch so einfach ein Silo legen? So halt. Nee, muss die bauen dann auch. Wenn nicht, sonst könnten wir einfach Heu in der Kiste sammeln und das dann hinter ins Silo reinstopfen. Du kannst es in der Kiste sammeln und dann die füttern auch, ja. Davon.
Aber Heu kannst du gar nicht sammeln, einfach so, oder? Ja. Nee, wenn du es ja zerschneidest, geht es dann kaputt. Du kriegst ja diese Grashalme, Fasern manchmal. Kann das nicht aus der komischen Futterstation rausholen? Oh, Mittwoch ist gut. Aus dem Silo kannst du es rausholen. Also im Stall quasi, da ist links neben dem Futterding. So ein Heuding. Futterding, ja. So ein Heuding, da kannst du es rausholen. Sind die eigentlich noch voll? Nee, ich glaube nicht, ne? Ja, ja. Wenn du nichts rausgenommen hast, dann doch, sind doch. Die noch voll. Die pressen da nichts von alleine raus. Bei den Regentagen. Bei den Regentagen habe ich die natürlich gefüttert. Mal gucken, wie viel da drin ist jetzt. 464 von 480. Da ist Moos auf dem Baum. Nicht mehr. So. Ja. Morgen muss ich zu Dings erinnert mich mal. Museum. Nein. Oh. Okay. Ich hab wieder hingepackt, hast gesehen. Warum kam ein Schlafenszeichen über meinen Sessel? Wer ist auf meinen Sessel? Der Ach, der Hund liegt da. Lei. Ein Hund im Büro? Ich war gerade ein bisschen verwirrt, warum da das Schlafenszeichen kommt. Ach, Chris angelt wahrscheinlich noch, ne? Da kann man noch ein bisschen laufen. Ich komme gerade nach Hause. Okay. Ah, ich kann die Milch noch verkaufen. Das schaffe ich noch. Weil die Milch brauchen wir nicht für das Dings. Wir brauchen große Milch. Baby geil, willst du eine Seegurke? Ein. Ist aber nicht. Die zählt zu teuer für dich. Oha. Und eher so. Gib ihr lieber Amethysten. Und sagt, dass. Aber Seegurken sind lila. Oh. Vielleicht mag die ja Seegurken. Wasser hätte ich so. Leute, aus dem Kühlschrank, das zieht er sich ja sogar. Ist ja cool. Ja. Oh, Milch. Dann kann ich Bergarbeiter lecker bissen mit Zucker und Höhlenkarotte. Da wollte ich gerade verkaufen. Okay. Seid ihr jetzt Bettchen schon? Wieder? Ich bin im Bettchen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, ich will jetzt auf jeden Fall nicht vergessen, zum Artefakt-Museum wegbringen. Ja. Zwei Stück. Wow, ich kann Iridium sprengen, klar. Aha, nice. Und du hast die Dings verkauft, die Flötenblock. Warum hast du den Nürtenblock verkauft? Ich nicht. Was ist denn so Nahkühler? Ja, der hat mich genervt. Okay. Ach, das ist so ein doofes Saatgut-Ding machen. So. Jetzt Tiere kümmern. Gras wollte ich kaufen. Und Dings. Was meinst du noch? Was kannst du noch? Das Saatgut-Ding? Ja. Ja, perfekt. Das brauchen wir auch sofort. Das Gießkanne ist fertig. Das dauert nämlich lange. Was brauchst du dafür? Da. Haben wir alles da. Ja, da wollen sogar mehrere. Anbauer Leikross. Das ist eigentlich voll billig. Mein Knie macht mir wieder Probleme. Und weißt du, was hilft? Das verdammte Ding mit Pepperoni einzureiben. Das Problem ist, mein Vorrat geht zu langsam zur Neige. Wenn du eine übrig hast, schulde ich dir was. George. Hast du gehört? Gerade nicht. Sollte eine Pepperoni. Eine Pepperoni nicht verkaufen, die brauchen wir. Soll ich direkt zwei Saatgutmaschinen machen? Oder? Ja, ja, mach mal ruhig zwei. Kann ich mit Lea reden, wenn sie hier ist? Oh ja. Ich kann auch drei machen, die kosten echt nichts. Kannst du auch drei machen, wie du möchtest. Kann ich eigentlich schon wieder Geschenke an Dings geben? Ja. Deine Melonen sind fertig.
So. Okay, wir brauchen jetzt mal einen besseren Platz für die ganzen Sachen. Ich brauche jetzt gleich mal ein bisschen auf. Am besten wäre theoretisch, wenn du die ins Haus stellst eigentlich. Dann nehmen die keinen Platz auf der Farm weg. Oder halt, wenn man so einen Schuppen baut. Aber fragt woher Carsten. Ach, hier kann man die gar nicht machen. Was für ein Schuppen? Okay, jetzt einfach neben seinem Bett. Will er das denn? Was denn für Schuppen? Ein Schuppen kann man bauen. Ja klar, können wir bauen, immer. Ja, das hat halt mehr Platz. Ja, können wir machen. Aber jetzt erstmal den Hühnerstall, oder? Ja, die ist gerade am Arbeiten dran, ja. Ich glaube mal eine Peperoni. Sind das die Peperoni hier? Die hier? Nein, die hier, die obere Reihe sind Peperoni, die hier. Okay, was ist das? Weiß ich gar nicht. Guck mal. Tomate. Ja, Tomaten. Sah rot aus, deswegen dachte ich. Das ist vielleicht Peperoni. Pack ich mal in den Kühlschrank ein. Genau zwischen die Erde. Käse brauchen wir. Milch packe ich auch mal ein bisschen rein. Wo sind die Früchte? Ja, dann gehst du hier. Was soll ich denn reinpacken zuerst? Ja, die blauen die ganze Zeit. Und nicht die Sternfrüchte. Die blauen machen mehr Geld als die Sternfrüchte. So, die Tiere haben wir gemacht. Wir wollten ins Artefakt noch gehen. Und wir gehen in... Dings abgeben. Käse. Boah, sind die schnell fertig. Oh, nice. Ich hab gedacht, die brauchen voll lange. Der Zug. Ich hab auch gedacht, dass die lange brauchen. Kann man ja fast in dem stehen bleiben. Ich hab eine Stahlgießkanne jetzt. Hast du gehört? Ja, bin gerade weggegangen. Und dann sind die wieder gewachsen. So. Gehen wir hier jetzt rein. Dem Museum spenden. Wo hatten wir denn Zwergensachen? Hier, die Schriftrolle. Wo passt das Zahnrad denn dazu? Hier sind so eher Dings. Ah, hier so. Neue Belohnung. Belohnung ab. Was haben wir denn hier? Skelett, stehende Geode und zwei Bilder. Das ist gruselig. Jetzt zu Pierre. Wie, das war alles? 6 Kohle? Dafür bin ich zu dem Zug gelaufen. Anscheinend. Oh, du bist es, Lycos. Natürlich, ich bin ein treuer Kunde. So, jetzt gehen wir ins Gemeinschaftszentrum, bringen den Käse weg. Ja, Käse. Ich weiß gar nicht, ist das da unten, ist das die Speisekammer oder das da? Ich glaube das hier, ne? Ich glaube, ist hier bestimmt der Käse. Da, Käse. Zack. Nochmal irgendwo Käse? Ne, hier brauchen wir große Milch. Große Ziegenmilch, Wolle und Entenei. Oh, für den Qualität, dann braucht man Fische. Okay, da. Das haben wir nicht. Ziegenkäse. Apfel, Kirsche, Granatapfel, Pfirsich, Orange, das sind Bäume. Trüffelöl haben wir auch nicht. Was brauchen wir denn hier? Noch, was ist das? Ach, Winter hat noch 2 Sachen, was ist das? Herbst, Wildpflaume, Brombeere, Haselnuss brauchen wir noch. Wir haben aber keinen Herbst. Ja. Und Winter brauchen wir auch noch 2. Aber das hier, Küche, ist noch gar nichts. Fische sind wir auch so weit durch, ne? Saisonmäßig. Alles, was geht, habe ich drin. Ja, Spezialfische ist noch der Sandfisch. Ja, den kriegen wir erst in der Wüste oder in der Mine, wenn wir Glück hätten. Glasaugenbarsch, Nachtfischen. Genau, aber der ist nur im Herbst. Und Tigerforelle. Auch nur im Herbst.
So, was haben wir da jetzt hier noch? Da haben wir noch gar nichts fertig. Schwarzes Brett. Eichenharz, Wein, Hasenpfote, Granatapfel. Weizen, drei Äpfel. Mohn, Maki, Spiegelei muss ich, kann ich machen. Und die Maki-Rolli kann ich auch, okay. Was ist hier noch? Entenfeder, Rotkohl und Sonnenblume. Okay. Das da oben ist nur kaufen. Könnten wir da noch einen kaufen schon? 10.000 und 25. Den 10.000 können wir schon mal machen. Blitzableiter. Sammelt Energie von Gewitterstürmen und kann sie in Batterien umwandeln. Das ist gut. Und jetzt könnte ich noch 25 ausgeben, aber das ist ein bisschen viel, ne? Dann haben wir keine Kohle mehr. Ja, mach mal. Okay. Dann sind wir mit dem Tresor auch fertig. Dann haben wir Belohnung, Busreparatur. Ja, dann können wir in die Wüste. Das ist perfekt. Kristallarium. Lege einen Edelstein deiner Wahl hinein und erstellt Kopien davon. Genau, da kann man Diamanten reinstecken und dann kriegen wir einen zweiten Diamanten. So, jetzt haben wir den Tresorraum auch fertig. Dieses Haus steht seit Jahren leer. Die Bäume sind eingezogen und wir mit ihnen. Zack. Das ist der Stern jetzt, kann das sein? Der zweite? Mhm. Er redet mit mir, mit irgendwas Komischem. Nee. Oder geht er jetzt rein und holt dann den Stern? Oh ja, okay. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hui. Wo ist eigentlich 2 von 6. Die hab ich, die Stahl. Habe ich gerade abgeholt. Wo bist du? Gemeindezentrum. Achso. Komm jetzt zurück. Dann ist gut. Hallo Maru. Entschuldige, ich habe über ein paar Geräte nachgedacht, an denen ich arbeite. Ich habe mich dazu entschlossen, irgendwann einen Roboter zu bauen. Sollte ziemlich eifrig sein. Sollte etwas realistischer sein. Klingt nach einer Herausforderung. Ach, kein Problem für dich. Wirklich? Bist du sicher, dass du mir das nicht schmeicheln willst? Nein, nein, das machst du. Gar kein Problem. Du bist schlau. Pack ich, wer hat hier eine Fackel hingepackt? Beim Bus ist eine Fackel. Das war echt, die hatte ich wegen anderen Männern und ich wollte sie wieder loswerden. Hab ich jetzt, wo ist die Gießkanne? Da. Hab ich jetzt hier oben bei meiner Truhe. Fressen den Kühl, Alter. Wir müssen auch schon wieder Holz sammeln gehen und so. Pack dann meine da jetzt rein. Achso, hier Blitzableiter, wo soll ich den hinstellen? Das ist nein, da wo man sieht, wenn deine Batterie ist. Ja, ich finde nicht so, ist so optisch hier so. Ne, pack die lieber auf der rechten Seite vom Weg. Da. Hier, so wo ich jetzt stehe, genau wo ich stehe. Naja, da wo es dann halt so ist. Den Edelstein, den können wir hier hinten, da passt hier in die Reihe noch schön mit rein. Ich wollte die jetzt eh gleich umpacken, die ganzen Maschinen. Wo haben wir denn Diamanten? Pack gleich einen rein, warte. Wir hatten auf jeden Fall welche irgendwo aufbewahrt. Ja, ich hab einen. Ich meine da nur Diamanten oder auch Edelsteine allgemein? Edelsteine allgemein. Oh, auch Amethyst. Ja, aber Diamanten bringen mehr Geld, also machen wir lieber Diamanten. Jetzt können wir noch kurz die Deko aufstellen für mein Haus. Einer braucht Happy Geld. So. Nicht hinsetzen. Zack. Das hier kommt ins Schlafzimmer. Warum steht mein Bett anders?
Habe ich nicht angerufen. Dann kommt das Skelett kommt nicht ins Schlafzimmer. Nee, nee, das ist kommt hier hin. Und dann haben wir noch hier die Geode. Die kommt hier ins Schlafzimmer. Zack. Alle Melonen sind fertig. Wirklich? Ja. Liegt ja auf der Seite oder nicht? Ach nee, 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 vergiss es. Nee. Nee, nee. Ja, dann sind wir durch für alles hier, ne? Ja. Dann ist time noch to shine. Brauchst du Hilfe? Ich habe keine Gießkanne. Ist die Stahl jetzt schon weiter als die Dreier, die du hattest? Ja, die macht jetzt 5, oder? Weiß nicht. Also ist sie weiter als die du vorher hattest? Naja, vorher hatte ich 3 Felder. Ja, ja, genau. Ich wusste ja nicht, welche du hattest, deswegen. Haben wir da oben noch mehr? Ja, ich wollte die Felder umpacken. Ach, hier. Mach ich jetzt überspringen. Gehst dann hier runter und dann kommt hier noch so ein großes Feld hin. Und dann kommt auf der rechten Seite können wir dann noch einen Stall. Bevor du das Gras hier wegmachst, dann aber lass mich noch das Silo bauen. Ja. Was wir denn? Ich hab's nicht weitergemacht, weil wir noch Eisen brauchen. Okay, dann muss ich nochmal Eisen farmen gehen auch. Ja, ich habe auch letztens geguckt, aber kein Glück gehabt. So. Haben wir noch? Nee, nicht genug. Ach, hier ist Müll drin. Kohle. Goldnuggets haben wir. Könnten wir noch einen Kupfer, könnten wir auch einbrennen. Wir schäbeln noch die beiden Brillen. So, dann ab in die Federn. Oh, sie reparieren den Bus. Ja, dann haben wir jetzt die Wüste freigeschaltet. Wir haben kein Geld, um dahin zu fahren. Ja. Oh, es regnet. Es hat in der Nacht geregnet. Wir haben doch jetzt schon wieder 19.000 oder 20, siehst du? Ja. Wir haben doch wieder Geld. Was hat denn so viel Geld? Oh, die Melonen, Alter. Wir haben keine. Doch, mehr habe ich auch verkauft. Käse bringt auch gut Geld. 230 einer. Hast du den schon abgegeben? Einen habe ich abgegeben, einen habe ich verkauft, weil zwei haben wir ja Käsemaschinen. Und Milch kann ich noch nicht abgeben, weil wir brauchen große Milch. Ja, dann vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge, vielleicht schon in der Wüste dann. Cheerio!